Previously on The Walking Dead. What if my parents come home and I'm not there? I've got my walkie-talkie in case they try that way. Baby, you gotta see this. Here, Clem. Want some batteries? Can we look Deswegen geht das Funkgerät wieder, wegen den Batterien von Doug. Oh ja, klar. You didn't come into town from the railroad, did you? We gotta go! Yeah, why? Clementine? Clementine! Das ist interessant, weil wir den Beißer eigentlich zerstampft haben und nicht gegen die Wand geschmettert. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We'll look for Clementine together. Hell yeah. What kind of friend would I be if I wasn't there for you now? Clementine. Holy. Ja, in der letzten Episode ist nochmal ordentlich die Scheiße abgegangen. Aber so richtig. Lee ist gebissen worden. Und hat jetzt sozusagen einen Counter bekommen. Get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Clementine, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Ach so, das ist... Okay, das ist das Ende von der letzten Episode sozusagen. Okay. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Fucking dead! I don't know who you are, but I will kill you! Do you understand? I know you will. She knows you will. Say goodbye. Was zur Hölle? Da möchte jemand ganz dringend umgebracht werden. You better not fucking hurt her. I swear. Was für eine Reichweite hat dieses Walkie-Talkie? Don't worry, pal. Wahrscheinlich schon einiges, ne? Oh fuck. Und jetzt auch noch mit so einer Zeitbombe, ne? Wir haben nur eine gewisse Zeit, sie zu retten. How's that feeling? Nicht geil. Not great. My hand is hot. And it's thumping a little bit. You seem okay for now. Yeah. Totally. We don't have much time. Yep, das ist jetzt nicht so geil. We're about to have a lot less. We'll all make sure nothing gets in. You're still the smartest fucker out of all of us. Find another way out of here. Danke, dass du das so feststellst, ja. Ach, scheiße, Alter. Ja, durch die Kühlräume geht's bestimmt nirgendwo hin. Nee. Damn. I was kinda hoping they dug some secret tunnels or something. Es gibt auf jeden Fall noch einen Weg hier raus, da bin ich mir sehr sicher. Weil die werden nicht dauernd durch die Kanalisation da gekrabbelt sein, oder? Just some surgical supplies. Das hilft uns jetzt auch nicht so weiter. Leerer Schrank. Oh, was ist das? Rippenspray. Ja, gut. Brauchen wir sowas? Ja, als Foltergerät tut sich das bestimmt ganz gut, ne? Aber, nee, eher nicht. Und nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht bringt uns das ja irgendwas. Wer weiß. Wie gesagt, als Foltergerät tut das bestimmt ganz gut, das Ding. Aber gut. Erstmal müssen wir den Typen finden, bevor wir ihn foltern können. Von daher sollten wir uns darum kümmern. Ach was. Mit Aufzug hier. Aha! Ja, aber schießen ist eine super Idee. Gegen eine Aufzugtür. Ja, ja, klar. Hauptsache schießen ist immer eine Möglichkeit, ne? Gut, die Tür scheint irgendwie dicht zu sein. Dann nehmen wir doch mal diesen Spreizer da und stopfen den hier dazwischen.
Naja. Gut, normalerweise dürfte der Dinge spreizen, die nicht so stabil oder schwer sind, aber mal schauen. Vielleicht geht's, ja. Sicher? Wäre ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber es sieht so aus, als würde es funktionieren. Oh, komm schon. Oh, nee, Alter. Mach keinen Scheiß jetzt. Ich überlege gerade, das ist ja die linke Hand, ne? Er ist doch Rechtshänder. Vielleicht hätte man die Hand einfach abhacken können. Die Zeit wird knapp. Sehr knapp, ja. Okay. This has to be done. Was? Sorry, pal. I gotta do it. Ach ja, guck. Stop. Was? Oh. He's awake. He's still bitten. So? This is about trying to save him. At the very least, buy him some time. Chopping his arm off. Do we know? Sag ich doch. We don't know anything. Das wäre eine Idee. We know there's gonna be a lot of blood. Aber das hätte man früher machen müssen. Ich denke, jetzt ist es schon eh zu spät. What if he dies? Then the rest of us go after Clementine and get the hell out of Savannah. Damn right. Let's do this. If there's a chance it stops you from turning, we have to take it. Ja, hast recht. Let's do it. Okay. Maybe it'll work. It's a big risk. Yeah. We're down here without a lot of options. Ja, abwarten wir, ne? Aber es ist zu spät, oder? Ach, fuck it. Komm, probier's. Das wird wehtun, ja. Cut it off. Das wird Seriously? Fucking wehtun, ja. Yeah. Vor allem hacken ist so eine Säge, oder? Oh, Alter. Fuck this. Fuck. Just gotta do it. It was easier when I thought he was out. Ja, toll. Oh, Jesus. Fine. I'll go as fast as I can. If I don't live through this, I need you to know you. Ja, gut, lass mich nicht ausreden. Try to stay still. Schön, dass ich auswählen kann, was ich schreie. Danke dafür. Oh, Alter. Ja, mach ihn jetzt. Alter. So kann man es ja, auch nennen, ja. Alter. Holy hell. We thought maybe we'd lost you. You've been out a while, man. Tja, so einfach nicht. It hurts so bad. But maybe now I got more time. Do you think you'll be able to travel? You lost some blood. Ja. Was haben wir für eine Wahl, ne? Auf jetzt. Good. The elevator's open. Let's go. Nice, dass sie auf mich gewartet haben und das, obwohl sie dachten, ich bin tot. Ja, wenn das einzige Problem ist. Wie ist das eigentlich bei Kontakt mit Blut von Infizierten? Also, wenn das irgendwie in offene Wunden oder sowas reinkommt, wird man dann auch davon infiziert? Müsste ja theoretisch eigentlich, oder? Oh Mann. You okay down there? Remember, quiet. Ich probier's. Another arm would just get in the way. Jesus Christ. Ja, total. Was? Was? Oh.
denke, wenn sie es sofort gemacht hätten, hätte er vielleicht eine Chance gehabt zu überleben. Aber jetzt ist es locker schon zu spät. Ich meine, er ist davon schon einmal ohnmächtig geworden, also... Oh, was? Ja, komm, weiter. Everything okay up there? Just fucking peachy. Na dann. Ich hoffe mal, die haben den Arm ordentlich abgebunden. Ansonsten haben wir da bald noch ein Problem mit. Egal, Hauptsache wir finden Clementine. Auf, jetzt mach dich da hoch, Mensch. Toll, jetzt sind wir auf einem Dach. Jetzt ist nur die Frage, wie kommt man von hier aus weiter? Ja. Hospital. Das Krankenhaus hat seine eigene Leichenhalle. Okay. Interesting. Oh Mann. Remember when Savannah was empty? Those Crawford bastards did one thing. There must be thousands of them. They didn't follow us here, did they? It sure seems like it. That's crazy. They can't track. They just roam. Is it? That fucking train wasn't exactly discreet. Ja, ist so. Well, what do we do now? Clementine suchen. Genau dasselbe wie vorher. Gobbled up in all of that. Ja. We'll get to her, Lee. We'll do whatever we have to. Look, let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good. I. Ja, aber wir wissen immer noch nicht, wo wir hin müssen. Don't think we can ignore what just happened to Lee. He lost a lot of blood down there. Ja und wenn ich umfalle, werdet ihr es merken. If you find yourself getting winded or worse, you gotta let us know. Ja klar. Komm, bisschen Scherzen. Favorite hand anyway. Well, you haven't lost your spirit. Seriously though, don't treat me any different. I got one goal, you hear me? Ja, aber Ernst, sie sollten das mal richtig abbinden, dass da wirklich nichts mehr durchläuft, ne? We get down and find a little girl out there. Weil ich meine, absterben kann da eh nichts mehr. Now, let's get our bearings. Ja, aber wohin denn? Wir wissen doch überhaupt nicht wohin. Wir haben doch gar keinen Plan. Die könnten überall sein. In Crawford sind sie nicht, weil da kommen wir her. Die könnten absolut überall sein. Und wie zum Teufel haben die das eigentlich gemalt? Mit einem fucking Besen oder was? Das sind ja mega dicke Pinselstriche. Und es sieht nicht so aus, als wären das mehrere nebeneinander gezogen. Vor allem, wer macht sich die Mühe, No Help da oben drauf zu schreiben? Ich meine... das ist ja nicht mal ein Hilferuf. Das ist ja einfach nur eine Feststellung. So, oh, es gibt keine Hilfe. Ich meine, das wird wohl schon jeder bemerkt haben, der hier unterwegs ist. Da hätte man das nicht draufschreiben müssen. Aber gut, Some poor bastard took a spill. Yeah, looks like whoever was up here painting that sign went ass over tea kettle. Ja, und mit so einem Ding haben sie es gemalt. Okay, das sieht eigentlich nicht... Ja doch, vielleicht ist es breit genug. Ach, was weiß ich. Bin kein Maler, whatever. Leiter, können wir die gebrauchen? Ja, scheinbar nicht. Ich meine, wir könnten sie nicht transportieren. Mit nur einem Arm wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Wie gesagt, dann haben wir den rechten noch und ich denke mal, Lee ist Rechtshänder, von daher. That looks like Crawford Square over there. Yeah. Fuck that place. Did fix up our boat though. We get Clementine and get right back. Aber make sure she wears a life jacket, okay? Something tells me she's not gonna want to. Ja, wahrscheinlich. That looks like Crawford Square over there. Here's a way down. Yeah, if half the dead population of Georgia wouldn't wander in the streets down there. Warte mal, war nicht da hinten? Ja, der Glockenturm, klar. Wir können sie doch damit ablenken. Und dann gehen wir da die Treppe runter. Fußspuren? Oh. He or she walked away from whatever accident happened. And that doesn't really mean much. Okay. Was mit der Tür? Nee, dachte ich mir auch, hätte ich doch nicht gemacht. That's the church across the street from the mansion. Ja. River Street should be just beyond that.
We need to head back that way. We'll stop off at the mansion, like you said, and make sure we didn't overlook anything. Yeah. Okay. Just need to figure out a way to get there. Ja, das ist doch, wie gesagt, das dürfte gar nicht so schwierig sein. Wenn wir einfach mal da hier zu diesem Glockenturm rüber chillen. Also gut, ich meine, ich komme da wahrscheinlich nicht hoch. Aber die anderen Kollegen dürften doch daran kommen. Ne, Omid, du könntest doch da bestimmt... Ja, wobei, das ist nicht direkt hier dran, das ist eine Lücke dazwischen. Ah, mit der Leiter, mit der Leiter. Ja, ist doch gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich spring da nicht rüber, Leute. Genau, können wir auf der anderen Seite runter. Ja, natürlich. Warum ich? Aber warum denn ich? Ich komme da niemals hoch. Ich habe einen Arm zu wenig. Hallo? Der springt doch jetzt nicht wirklich, wenn ich das auswähle, oder? Ja, okay. Ja, vor allem ist es halt einfach mal mit einem Arm relativ unmöglich. Ich meine, selbst wenn du es schaffst, dich mit deinem rechten Arm da festzuhalten, schaffst du es niemals, dich mit einem Arm da hochzuziehen. Also, nein. Kluft, okay, ja. Ja, guckst du es jetzt an oder guckst du es nicht an, Bruder? Das ist... Nee. Da müssten wir jetzt Molly dabei haben. Die wird da jetzt einfach rüberjumpen und gut ist. Aber die hat sich ja wieder noch irgendwo verpisst. Ja, dann würde ich mal die Leiter organisieren, oder? Und vielleicht mal mit Kenny reden, dass der mal ein bisschen mithilft, weil... Nö. Aus gegebenen Umständen, würde ich mal sagen. Lee ist schon so ein sturer Drecksack, ne? Will alles wieder alleine machen. I got it. Ja, na dann. Auf geht's. Ja, auf zum Glockenturm. Damn it. Oh, shit. Digga, lass die Leiter nicht... Alter. Das hätte ich auf jeden Fall Kenny machen lassen, ne? Yeah, could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. You think you should be the one to go? Nee. My leg's feeling better. Let me do it. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. Huh. What's the worst that could happen? I get bitten again? Du könntest da runterfallen. Wow. Oh Mann. Wer die Scheiße hält nicht, Junge. Ich würde eigentlich schon ganz gerne noch bis zu Clementine kommen. Ja, keine Ahnung. Shut up about it. That thing looks a little rickety. Ja. Keep that shit to yourself next time. Yep. Oh nein, Alter. Vor allem, wenn die Leiter jetzt hier einfach in der Mitte den Geist aufgibt, haben wir auch ein fucking Problem. Genau sowas in der Art habe ich erwartet. Oh, Kacke! Ja, fuck. Holy shit, man! Are you okay? Ja, geht so. I'm fine. I was wishing I had my other hand. No shit! Try to find another way out of there? Ja, ich könnte einfach zurückspringen, ehrlich gesagt. Das würde ich schaffen. Von weiter oben nach unten springen, dafür brauche ich auch keine zweite Hand. Das schaffe ich. Das sollte gehen. Also erstmal läuten wir mal ein bisschen hier. Okay. Gut. Wackelt ihr mal darüber und dann verpisst sich der Rest an der Seite runter. Aber was ist mit mir jetzt? Tons of them. Ja, klar. Jesus. Now get back here. Ja, und wie? Ich meine, wie gesagt, springen könnte funktionieren. Ich weiß nicht, wie weit es ist, aber ich denke, es reicht. Oh, das ist sauknapp. Ob ich so weit springen kann, mit dem bisschen Anlauf hier? Oh, das ist knapp. I think I have to jump. There's no way back. Ja. You can make it. It ain't that far. Ja, naja. It's not that far, just a little hop. Ja, also aus dem Stand würde ich nicht springen, Kollege.
Kannst du bitte Anlauf nehmen? Ernsthaft jetzt? We gotta go! Jump! Ja, ich mach ja schon. Okay, nimmt Anlauf, gut. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ah! Hab ich sie erwischt? Ich hab sie erwischt. Oh Gott. Alter, ich wurde. Oh Mann. Good goddamn leap, pal. Ja, ihr hättet mich auch irgendwie festhalten können oder so, aber ist okay. Chillt ruhig da hinten. Gut, Abflug. Ladezeiten. Lange Ladezeiten. Ziemlich lange Ladezeiten. What the fuck, Bruder? Was ist denn jetzt los? Ich denke mal, das schneide ich euch ein bisschen zusammen. Wow. Okay. Jetzt sind wir wieder beim Haus, oder wie? Ja, schön, aber wo zum verdammten Teufel ist Clementine? Das war ja klar. What the fuck? Da möchte jemand noch ein bisschen mehr getötet werden als sowieso schon. Cool. Well, we're not coming back here after we find Clem. Who? Fuck. How could this happen? Das könnte Vernon gewesen sein. You think so? Definitely. Hey guys. Ja, locker. Lee's right. It was Vernon in that support group. Aha. No fucking way. Als ob die uns extra einen Brief geschrieben haben, die Wichser. Their actions contradict your characterization, but yeah, the invalids. He's right. Wow. They're not invalids. They're just people. People have been dealing with shitty situations even longer than we have. No wonder they got the jump on us. I don't give a fuck if their make-a-wish was a fucking boat ride. When I find them, I'm gonna rip their throats out. We'll never find them. Oh doch, fuck, wir werden die finden. Cancer, no cancer. Saint Center, who gives a shit? Ist so. The people who knew what they were doing. Yeah, screwing us. Ist so, ist doch scheißegal, wer es war. Leaving us and Clementine behind. Ja, ja, er hat, nicht, er hat Clementine nicht, okay. Super. Das heißt, Vernon hat das Boot und irgendein anderer Hurensohn hat Clementine. Omid, can you go over the fence and let us into the backyard? We shouldn't be out in the open. Yeah. Everything is so fucked. Clementine is still out there. So we get Clementine and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go of it. I don't want to go back out there again. Then don't. Go your own way. You're every man for himself until you and your boyfriend actually need something. You wouldn't have had a boat to lose without us. So shove it, okay? Worry about the boat after. You can scour the goddamn coast looking for. I'll make that bastard wish the cancer had gotten. You're welcome to. Mm-hmm. Da können wir versorgen. Wobei ich wahrscheinlich nicht mehr, aber der Rest. We can do this in the yard. Ja. Ja, wie finden wir jetzt raus, wo Clementine ist? Scheiß doch mal auf das Boot. And number two, you know, yourselves. It's not like that, man. Bullshit, it's not. Don't engage him, Omid. There's other shit at play, all right? What, you got the boat hidden somewhere? Shut up, dude. Watch your mouth. Find a small town. One that hasn't been ripped up too bad. At some point, people are gonna have to start rebuilding. And you guys and Clem should be part of that. I don't know. Lee's right, Krista. We've been so goddamn scared of strangers for so long, but at one point, we gotta take our chances, right? Hmm. This is bullshit. You might not even be around, so... Ja, schön. With all due respect, Lee, his opinion doesn't carry a lot of weight. Hey, it's still wow. His little girl alles out there. Danke. She's number one. That's the end of that, okay? But what about? Scheiße. Das ist die Sache, die können die am besten, ne? So lange diskutieren, bis irgendwie die Scheiße am Dampfen ist. We should be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Krista. Search the house for weapons. On it. Kenny. Move anything you can up against the doors and windows. That's what I was thinking. Ja. Omid! Wer guckt? Fuck! Front doors!
Ach, Junge, dein Ernst? Ihr habt mich schon mal gehabt. Lass mich in Ruhe, Alter. Verpiss dich. Danke. Ah, jetzt habe ich deinen Arm. Cut their fucking arms off. There's gotta be a knife or something in there. Maybe, keine Ahnung. Oh mein Gott. Warum will ich früher die ganze Scheiße hier durchsucht? Mal ganz ehrlich. Oh, nice. Take their goddamn arms off. Warum ist da so viel Blut dran? Ja, auf. Mach weg die Scheiße. Ab damit. Ist da oben noch einer? Ja, weg damit. Nice. Now what? This place seems dirty to me. I think we're fine. Vergiss es. Ein Scheiß sind wir hier. Ja, genau. Super fein sind wir hier. Get upstairs. Go. Oh Mann. Ach, das ist die Alte. Hey, hi, wie geht's denn so? Und tschüss, Mädel. Du hättest tot bleiben sollen. Guys, help me with this. Na komm, auf. Schieb. Ja. Oh, komm schon. Was soll uns das bringen? Ach du Scheiße, Alter. Ja, gut, aber wir haben das. Ganz ehrlich, ich würde jetzt da mit dem Messer stehen und die einfach Stück für Stück weghauen, oder? Das wäre doch viel einfacher. Ja, moin. Ja, super. Ich habe 4, hieß es, ja? Das heißt, 4 Schuss habe ich. Okay. Na? Aha, hi, Kollege. Wir sollten uns aber irgendwie absprechen, wer schießt, oder? 1, 2, 3, weil ich habe ja vorhin schon eine. 4, das war's. Nee, ich habe noch 5. Hä? Ah, ja. Jetzt ist bei mir vorbei, ich kann nicht mehr schießen. Jetzt ist bei denen wahrscheinlich auch gleich vorbei. Ja, ihr habt doch das Messer noch. Gib dir doch einfach mit dem Messer mit. Die kommt gar nicht so schnell rüber. Oh man. Ja gut, die ist eh leer, scheiß drauf. That could have gone better. Ja, naja. Hätte auch schon mal laufen können. Shut up. Okay. Let's get out of here and keep moving. Kid's right. We gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Keine Ahnung, Alter. Wir wissen nicht, wo wir sind. No latches, no roof access, and 30 feet straight down. Anyone have any ideas? Wir könnten einfach das Dach dort zerstören. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial. Ah, Junge. Just trying to lighten the fucking tone. We need solutions, not stupid jokes. I'm sorry. No ideas then. Can't we fight our way back through the house? I've got a weapon. Yeah. What else do we have? Not much. It'd be a goddamn mess going back down there. We're no good to Clementine dead. Ja, stimmt leider. Hey, you're not looking great. Ich fühle mich auch nicht so. I'm okay. Don't. I'm okay. I'm where my parents. Wo ihre Eltern wohnen. Sie hat mir das, sie hat das Haus auf der Karte gezeigt. Where her parents were staying. He hasn't moved her. Yet. Yeah. Ja, dann hin da. Auf, scheiß drauf. We need to start thinking about more than just Clementine when it comes to our urgency. What do you mean? Nein, ehrlich gesagt nicht. That's the whole point. Hä? I don't know. Okay. Ach, scheißegal, drittes Dach da ein oder so. How do you get out of here? I don't know. You get it. I do. Stop. Ich wollte eigentlich kämpfen sagen, aber do you think that worked? I don't know. I hope so. I think we need to have an adult conversation about what happens if Lee takes another spill. Ja, ihr bringt mich um, whatever. Ist doch so scheißegal. It don't matter. He looks fine to me.
I think it'd be best if we just worried about getting to Clem right now. Ist so, weil die lebt nämlich noch. Ich bin eh tot. Scheiß doch egal. Ganz ehrlich, wie schnell soll ich dich angreifen, Junge? I don't know what happened before Omid and I showed up, but we can cross this bridge when we get to it. Lee, I'm not advocating anything here, but how Junge. Is this not a thing? We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you. What if it was you, and it was Duck out there? Whoa there, friend. I bet you'd rather stay focused on the problem, not have people turn on you. This is getting out of hand. You're gonna listen to me. We will get Clementine back, with or without you. Ja, ist doch genau, was ich will. Everything to die because we were stupid. Oh, sorry, okay? Fuck, we can't do this. We're gonna have to. Ja. Wollte gerade sagen. Also ich habe die jetzt absichtlich nicht genommen, weil ich will ihm damit keins überziehen. Shut up, sweetie. Look. Ich sag doch, tritt einfach das scheiß Dach ein. Das sind billige Holzplanken, die sie da dran gemacht haben. Ja, natürlich. What's on the other side of this wall? A 30-foot drop? No. This mansion butts up against the one next door. Hör auf, rein damit. Wenigstens einer, der hier mal was schafft. Ich verstehe nicht, was die für Probleme haben. Ich meine, wenn ich tot bin, dann werden die es schon merken. Dann können die mich immer noch kalt machen. Ich habe ein Messer, scheiß drauf. Meinetwegen soll Kenny das Messer nehmen und so und dann ist gut. Soll er mich kalt machen, wenn ich tot bin. Das ist doch nicht das Problem. Okay. Wir arbeiten in Shifts. Omid, Krista und ich. Lee, du rest. Wir müssen schnell arbeiten. Ah ja. I wasn't gonna hurt you. Sure, pal. I know. Kann ich ganz kurz hinterfragen, warum wir nicht einfach das Ding eintreten, so, ne? Ich meine, ein bisschen was machen ist besser als gar nichts machen, oder? Ja, was soll denn das bringen? We probably would have let you go alone if you hadn't told us, which would have been a mistake. If I were you, I would have been scared shitless. Was? Wieso 3 cm größer? Ich will das mal. Hey. And about 50 pounds heavier. Ah, so nice. Wouldn't be scared as much. With your arm and my leg, I'll cripple fight you right here, buddy. Oh, I still got this one. I can put my right palm on your forehead and just let you swing away. Fine, you win, jerk. So nice. Weird. I keep doing a double take on your arm, expecting it to be there. I'm hoping whatever's in their bite is gone too. Nee, das glaube ich nicht. I don't know. Well, everyone's wondering. Even if it just slows down the process, I'd be happy. You don't mean it. Doch. So when we get this Weil, guy, wenn ich eh drauf gehe, dann möchte ich wenigstens die Zeit haben, noch Clementine vorher zu sehen. We make sure he never takes anybody from anyone again. Rose got enough evil in it. Klar legen wir den um, ist doch klar. Whatever happens to you. Seriously, can we not talk like that? The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. I was bitten, Krista. Ja, ich bin quasi tot. What good is it to plan around that working? What good is it for you to give up? I haven't given up. Eben. Wir machen so lange weiter, bis vorbei ist. Ich glaube, Kenny kann das. Stop it. Do you hear me? Are you sure, man? Ich weiß, vielleicht wären die beiden besser gewesen, aber. What do you do to protect me? Ja. Not doing this right now. Krista, listen to him. It's what I want, okay? All right. I'm out of gas. You look good and rested. Sure. If you don't count an infected leg. You want Was me für infiziertes Bein? Nah, you can hop in after me. Na dann. Ja, also so baufällig scheint es ja doch nicht sein, ne? Good, we're forced to take a breath. That, feeling any better? Na klar. Still feels pretty recently chapped. So no, Kenny feels about as, good as you'd expect. I mean, do you think it worked? Did it help at all? Ach, ich glaube, das kannst du knicken. Dafür ist viel zu spät. So, take that for what it's worth. I still can't believe you went and got chomped.
Just fucking hell. At least he told us. Took some brass. I don't think I would. How are you? I don't know how to answer that. I'm sorry. You've lost more than anyone. Well, as much as anyone. Lee's family's gone too. Be all right, kid. Why are you acting like what's happened ain't happened? Weil es noch nicht wichtig ist. Wie gesagt, wenn ich tot bin, bin ich tot. Das werden wir noch merken. Bis dahin lebe ich noch. Was ist das? Och nein, Bruder. Before y'all, we had this woman, Lily, with us. Lord knows where she is now. Anyway, we had to make some tough calls with her dad. She came between Lee and I pretty good. And I spent a lot of nights hating this guy's guts. Ich hoffe mal, das macht er so wie... Ich dachte, er macht das so als Scherz. Ich weiß nicht, ob er es jetzt ernst meinte. Ich hoffe nicht. Ah, gib her. Ich sag doch. I'm through. Die ist locker schwanger, Leute. Die ist locker schwanger. Ich hab's direkt gewusst. Okay.